Hallo, seid ihr bereit für ein neues Abenteuer mit dem Spidey-Team? Das wird bestimmt super. Heute machen wir eine Tour durch die Stadt, in der Spidey und seine Superfreunde wohnen. Dort gibt es jede Menge lustige Spiele, um gemeinsam zählen zu lernen. Seid ihr bereit? Der Park ist unsere erste Station. Tante May und Peter sind gerade dabei, Eichhörnchen zu fotografieren. Gar nicht so leicht. Die Eichhörnchen sind sehr schnell und Peter schafft es kaum, ein gutes Foto zu machen. Vielleicht können wir ihm helfen. Los geht's! Könnt ihr uns helfen zu zählen, wie viele Eichhörnchen auf jedem Bild sind? Schauen wir uns das erste Foto an. Seht ihr ein Eichhörnchen? Nein, hier sind keine. Weiter mit dem nächsten Foto. Seht ihr hier ein Eichhörnchen? Ja! Und wie viele zählt ihr? Eins, richtig! Auf diesem Foto ist genau ein Eichhörnchen. Gut gemacht! Hier ist noch ein Bild. Oh oh, das ist aber ganz schön verwackelt. Könnt ihr ein Eichhörnchen entdecken? Nein? Stimmt, hier sind keine. Nächstes Bild. Das ist ja super geworden. Seht ihr Eichhörnchen? Ja, da sind sogar zwei. Ein tolles Foto. Gut gemacht, Peter. Sehr schön. Als nächstes lernen wir noch höhere Zahlen. Seid ihr bereit? Na dann los. Weiter geht's zu unserer nächsten Station. Hier findet heute eine Halloween-Party mit einer großen Parade statt. Die wollen Spidey und seine Freunde natürlich nicht verpassen. Das ist eine super Gelegenheit, um die vielen Kürbisse zu zählen. Wir brauchen eure Hilfe. Seid ihr dabei? Lasst uns gemeinsam zählen. Eins, zwei, drei, vier. Konntet ihr mitzählen? Versuchen wir es noch einmal. Zählt laut mit. Eins, zwei, drei und vier. Richtig. Spidey hat vier Kürbisse. Aber wie viele hat Ghost Spider? Könnt ihr uns helfen, sie zu zählen? Mal sehen. Eins, zwei und drei. Habt ihr auch drei Kürbisse gezählt? Sehr gut. Fehlt nur noch Miles. Wie viele hat er? Könnt ihr uns helfen? Zählen wir zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Gleich nochmal. Zählt laut mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Die Antwort ist sechs. Miles hat sechs Kürbisse. Gut gemacht. Wisst ihr, wo wir als letztes hingehen? Auf den Jahrmarkt. Seid ihr dabei? Auf geht's. Auf dem Jahrmarkt ist ganz schön was los und es gibt viele Spielbuden. Welche mögt ihr am liebsten? Gwen liebt es, mit Ringen auf ein Ziel zu werfen. Mal sehen, mit wie vielen Ringen sie das Ziel getroffen hat. Lasst uns zählen. Eins und zwei. Sehr gut, Gwen. Wie viele Ringe hat Miles geschafft? Etwa auch zwei? Zählen wir gemeinsam. Eins und zwei. Richtig! Gwen und Miles haben also Gleichstand. Fehlt nur noch Peter. Wie viele schafft er? Lasst uns zählen. Eins und zwei. Peter hat also auch zwei Ringe getroffen. Also sind alle drei gleich auf. Ein wirklich tolles Team. Jetzt wird es knifflig. Könnt ihr zählen, mit wie vielen Ringen das Spidey-Team insgesamt getroffen hat? Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Habt ihr auch sechs gezählt? Fantastisch! Super gemacht! Auf unserer Tour durch die Stadt haben wir heute so einiges erlebt. Wir waren mit Tante May und Peter im Park und haben Eichhörnchen fotografiert. Dort haben wir drei Eichhörnchen auf Peters Bildern gezählt. Auf der Halloween-Parade haben wir jede Menge Kürbisse gezählt. Und zum Schluss waren wir mit dem Spidey-Team auf dem Jahrmarkt beim Ringewerfen. Sechs Ringe haben wir zusammen geschafft. Wow, was für ein toller Tag. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie das Spidey-Team. Vielen Dank für eure Hilfe und bis zum nächsten Mal.